Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Tekle Titan 17. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Miststreuer. Der Autor von diesem Mod heißt T-Set Modding. Und die Modgröße beträgt ca. 13,86 MB. Ist aktuell in der Version 1.001 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 8 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Tekle Titan 17. Dieser Miststreuer kann sowohl Mist streuen als auch Kalk streuen. Dieser Miststreuer kann hier ca. 20.100 Liter laden, wiegt 7,4 Tonnen und braucht mindestens 170 PS. Hat aktuell eine Arbeitsbreite von 16 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 35.000 Euro. In der Konfiguration selber können wir hier wählen zum Beispiel die Reifenhersteller, einmal Trelleborg, Michelin, Mitas und wiederum Trelleborg. Bei Trelleborg können wir hier wählen aktuelle Reifenvariante Standard, Breitreifen oder Standard. Bei Michelin können wir hier auch wählen aktuelle Standard, Breitreifen oder Standard. Und bei Mitas können wir hier auch aktuell wählen Standard, Breitreifen oder Standard. Und dann kommen wir hier wieder zu Trelleborg. Das Kennzeichen könnt ihr noch auch anpassen dafür. Dann kostet euch dieser Tekle Titan 17 in dieser Konfiguration 35.000 Euro. Diesen möchten wir hier auch einmal ausprobieren. Dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Wir nehmen jetzt mal einen John Deere hier und koppeln diesen Miststreuer hier gerne mal an. Einfach hier hinfahren und X mit ankoppeln. Dann haben wir am Anfang immer das Licht, sowohl die Kennzeichenbeleuchtung. Dann haben wir hier Blinker rechts, Blinker links. Wir haben hier keine Rückverleuchte, aber dafür die Bremse dazu. Wir haben auch so Symbole hier vorne, so Warnsymbole, worauf man achten sollte. Ja. Und dann können wir hier zum Beispiel die Tastenlegung wählen. Aktuell mal hier mit L1 und X, Miststreuer aufklappen oder zuklappen. L1 und Viereck für Miststreuer anschalten. Oder L1 und Steuerkreuz nach rechts für doppelte Menge aktivieren oder normale Menge aktivieren. Und sonst könnt ihr hier keine Tastenbelegung vornehmen. Wir wählen hier mal den Mist aus zum Laden. Dann einmal hier den Mist. Und wie ihr seht, Und wir wollen das Ganze mal ausprobieren, ob es da einen Unterschied gibt mit dem Mist und mit dem Kalk. Wir fangen hier auch gleich mal mit dem Mist an. Wir setzen das Ganze jetzt hier mal so hin und starten das Ganze. So sieht das Ganze dann aus, wenn man hier mit dem Mist streuen wird. Sieht man sich auf jeden Fall auch schon mal interessant aus. Und dann bleiben wir hier jetzt mal stehen. Genau, und wählen dann jetzt im Prinzip den anderen Traktor mit dem Kalk, um zu schauen, ob wir da eventuell auch einen Unterschied haben. Hier haben wir aktuell das Identische mit dem Licht, Blinker und der Tastenbelegung. Und wir fangen jetzt einfach hier mal an, am Ende dieser Spur hier. Auch hier öffnen wir das Ganze mit L1 und X und können hier mal Kalk streuen. So sieht die Animation vom Kalk aus. Sieht wiederum auch sehr interessant aus, muss man mal sagen. Ja.
wird alles hier zerkleinert und vernebelt. Fahren wir hier zum Ende. Und können das Ganze hier wiederum zuklappen. Und hier sieht man aktuell identische Arbeitsbreiten, sowohl mit dem Kalk als auch mit dem Mist. Das heißt also, hier habt ihr keinen Unterschied. Es kann ja sein, dass manche Miststreuer Unterschiede haben zwischen dem Kalk und dem Mist, aber hier haben wir aktuell keinen Unterschied damit. Optisch macht er auf jeden Fall auch mal einen schönen Eindruck hier, mit den ganzen Anschlüssen, mit diesem Logo hier, mit der Bereifung und hier aktuell mit dem Auswurfmechanismus. Hier haben wir aktuell natürlich hier diese Symbole, auf die man achten sollte. Kennzeichenbeleuchtung haben wir natürlich auch dabei. Und da kann man sich hier diesen Mal auf jeden Fall laden und auf Dauer gerne mal testen. Dann sind wir hier aber leider auch schon zum Ende von dieser Mod-Vorstellung gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gerne mehr, schreibt diese doch gerne bitte in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.